Willkommen zu einer neuen Aufnahme Let's Play Skyrim. Und wir wollen mal sehen, was passiert ist. Also. Okay. Das ist also passiert. Der Inhaber ist... Oh je. Gestorben und Meiko ist der Einzige, der noch übrig bleibt. Was ist los, Junge? Wollt ihr mitkommen? Kommt her, ihr dürft mir folgen, wenn ihr wollt. So, dann haben wir jetzt einen Hund adaptiert. Yay, dann haben wir drei Begleiter. Müssen wir etwas schneller gehen. Die Sonne, sie tut meiner Haut nicht gerade gut, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich würde gern raus. Ich will dich nicht mit dem Schrei wegbringen. Also wegdrängen. Bin immer noch da. So. Geht ihr voran? Die Option gibt es nicht. Wir könnten sie wegschicken. Jawohl, dann sind wir... Ah! Aus dem Weg. Okay. Schnauzefall. Sekunde. Wo ist er? Da. Fuß! Danke. Ach ja, und bevor wir es vergessen, der Schrei macht ja leider keinen Schaden. Der Feueratem. Okay, das ist nicht schlecht. Aber ich denke mal, die Schreie sind noch zu schwach, um wirklich zu funktionieren. Okay, und jetzt noch eine Sache. Ich habe nämlich ganz ein winziges bisschen vergessen, wohin mussten wir denn? Wir müssen dahin. Sprich nach Nordwest. So, warten wir mal. Okay, hier war ein Drachengrab. Nun denn. Dann wollen wir das mal sehen. Jetzt erstmal hier. Übers Wasser laufen können wir leider nicht. Irgendwas Interessantes zu sehen. Ein Stein. Sehr interessant. Noch mehr Steine. Ah. Okay, die Begleiter teleportieren sich. Hoffentlich. Lager der Sturmmäntel. Okay, und da oben ist noch eine weitere Quest. Meridas Stern. Oh Mann. Was war das nochmal für ein Stern? Ne, ich glaube, das ist nicht. Merida. Das war doch. Ah. Nun ja. Das können wir später herausfinden. Erstmal bringen wir die Vampire nach Hause. Und da ist der Weg. Ich guck mal hier kurz auf die große Karte. Ja, wir sind komplett in der falschen Richtung. Wir müssen hier lang. Das brauchen wir nicht. Hoffentlich. Aber andererseits, wieso eigentlich nicht? Ich meine, wenn wir angegriffen werden, steigert sich sowohl unsere Rüstungsfähigkeit als auch die Fähigkeit zu kämpfen. Also, je nachdem, wie wir angreifen. Nein, dafür haben wir jetzt keine Zeit.
Wir wollen ja noch. Wohin? Okay. Das ist nun wirklich sehr offensichtlich, dass wir dahin müssen. Aber noch nicht. In Bälde. Aber noch nicht. Erst wollen wir die Vampirdame nach Hause bringen. Ich meine, die hat hunderte von Jahren, wenn nicht gar tausende, in so einem kleinen Raum gesteckt. Yay! Drei Begleiter! Das ist ja schon fast eine Armee. Naja, das ist ja schon fast eine Kampftruppe. Okay, ich guck mal kurz auf die Karte, wohin wir müssen. Oh, nun ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Sekunde. Da war doch was. Hoffentlich nicht. Wenn, dann werden wir schon noch früh genug. Ist das nur die Grafik oder? Wow, nein, nein, nein. Nein. Okay. Das wird Konsequenzen haben. Falsche Taste. Und die Heiltaste. Sekunde mal. Rein theoretisch. Wir wollen doch. Scheiße! Ich meine Arceus, verdammt. Toll. Einfach nur toll. Ja, wir haben es kapiert, da geht's nicht. Was ist der letzte? Oh nein. Nein, 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 nein. Aber das hier ist auch nicht gerade besser. Na toll. Haben wir hier eine Endlosschleife? Ja. Wir haben eine Endlosschleife. Na dann. Das heißt, die nächste Aufnahme beginnt schon wieder ganz von vorne. Aber vorher werde ich noch aufpassen, dass wir den richtigen Weg nehmen. Also dann, bis zum nächsten Mal, Ariados.